Als ich 15 Jahre alt war, zog ich wegen der Arbeit meiner Eltern zu der Familie meines Großvaters. Das war sehr aufregend und spannend, und ich freute mich darauf. Am Anfang fand ich es jedoch sehr langweilig an diesem Ort ohne viel Unterhaltung. Später fand ich eine Gruppe von Kindern, die viel älter waren als ich und ebenfalls in der Nähe wohnten. Sie wurden meine Freunde. Ihre Art der Unterhaltung unterschied sich jedoch von dem, was ich als normal empfand. Sie tranken oft heimlich, und ich begann, mich daran zu beteiligen. Einige dieser Kinder waren keine Schüler mehr, sie waren älter und hatten mehr Lebenserfahrung. Mit ihnen hatte ich das Gefühl, dass ich reifer wurde. Ich begann auch, mich schuldig zu fühlen. Ich wusste, dass ein solches Verhalten entmutigend war und sich negativ auf meine Gesundheit und mein Studium auswirken konnte. Ich war immer wachsam und vorsichtig. Ich erzählte meiner Familie nichts davon, weil ich wusste, dass sie besorgt und enttäuscht über dieses Verhalten sein würde. Damals fuhren mich Kinder, die älter waren als ich, auf der Suche nach Aufregung herum. Das machte mich aufgeregt und nervös, denn so etwas hatte ich noch nie erlebt. Sie überredeten mich oft zu riskantem Verhalten, wie zum Beispiel zum Diebstahl von Lebensmitteln und Schnaps. Sie behaupteten, das sei eine abenteuerliche Art, Dinge zu tun. Obwohl ich mich anfangs unwohl fühlte, beschloss ich auf ihre Ermutigung hin, es zu versuchen. Jedes Mal, wenn wir den Laden betraten, begann mein Herz schneller zu schlagen. Wir taten so, als würden wir etwas aussuchen und versuchten, den Verdacht der Verkäuferin nicht zu erregen. Ich versuchte, meine innere Unruhe zu verbergen und mir einzureden, dass es nur ein Abenteuerspiel war. Unglaublicherweise blieben wir jedes Mal unentdeckt. Das gab mir langsam ein gutes Gefühl. Am Montagmorgen wachte ich auf, und mein Geist war noch immer benebelt. Ich fühlte mich körperlich sehr erschöpft. In diesem Moment klopfte mein Großvater an meine Zimmertür. Seine Stimme klang eindringlich: Wie spät ist es? Stehen Sie noch nicht auf? Ich komme zu spät, wenn ich nicht aufstehe. Als ich den Ruf meines Großvaters hörte, zog ich mich eilig an, schnappte mir meine Schultasche und verließ das Haus. Kaum war ich aus dem Haus, sah ich, dass der Bus schon am Bahnhof stand. Als ich sah, dass er gleich abfahren würde, versuchte ich verzweifelt, mein Tempo zu erhöhen, in der Hoffnung, ihn noch zu erwischen. Doch die Bustür war bereits geschlossen und der Bus hatte den Bahnsteig verlassen. Ich war sehr frustriert. Ich wollte nicht, dass mein Großvater mich zur Schule brachte, denn ich wollte nicht seinen nörgelnden und vorwurfsvollen Blicken ausgesetzt sein. Ich beschloss, zu Fuß zur Schule zu gehen und begann, langsam die schmale Straße entlang zu laufen. Das Wetter an diesem Tag war schrecklich, die Sicht war sehr schlecht und ein dichter Nebel erfüllte die Gegend. Ich trug ein schwarzes Kleid, das mit meiner Umgebung zu verschmelzen schien. Ich ging ein Stück am Rand der Straße entlang. Ich bemerkte nicht, dass sich hinter mir ein Auto näherte. Plötzlich hörte ich ein scharfes Bremsgeräusch und spürte sofort einen stechenden Schmerz. Ich stürzte zu Boden, nachdem mein Körper auf den Boden geknallt war. Der Schmerz war unerträglich, und ich spürte, wie mein Verstand durcheinander geriet. Ich hörte auch Schreie, aber ich konnte nicht sicher sein, ob sie von mir oder dem Fahrer kamen. Als ich das Bewusstsein wieder erlangte, befand ich mich in einer völlig anderen Welt. Ich hatte einen Raum des Friedens und der Wärme betreten. Es war eine Glückseligkeit und ein Frieden jenseits aller Vorstellungskraft, und ich kann mit Worten nicht beschreiben, wie wunderbar es war. Ich fühlte eine unbeschreibliche Freude und Zufriedenheit in diesem Raum, die alles übertraf, was ich je zuvor erlebt hatte. Ich fühlte mich eins mit allem um mich herum. Ich spürte auch eine unendliche Liebe und ein Mitgefühl,
das von einer Art Präsenz auszugehen schien. In diesem Raum schien die Zeit irrelevant zu werden. Und ich war einfach nur präsent, eingetaucht in dieses wunderschöne Reich. Ich kann nicht genau beschreiben, wie ich mich bei dieser Erfahrung gefühlt habe, denn sie lässt sich nicht mit genauen Worten beschreiben. Plötzlich erschien ein blendendes Licht vor meinen Augen. Als ich aufblickte, sah ich eine Gestalt vor mir erscheinen. Jesus stand schweigend da. In seinem Blick sah ich Vergebung und Hoffnung. Seine Gegenwart überwand die Grenzen von Zeit und Raum und gab mir ein starkes Gefühl der Sicherheit. In dem Moment, als Jesus sich mir näherte, spürte ich, wie eine mächtige Energie den Raum einhüllte. Diese Energie war so voller Kraft und Heiligkeit, dass sie mich in Ehrfurcht versetzte. Ich fiel sofort vor ihm auf die Knie, weil ich mich so klein fühlte. Er schaute mich mit einem liebevollen Blick an. Er urteilte nicht über mich, sondern teilte mir seine Liebe zu mir mit. Ich erinnerte mich an die Geschichte, die mir mein Großvater einmal über die Bibel erzählt hatte. Er sagte, dass Gott jeden einzelnen von uns liebt, unabhängig von unserer Vergangenheit, unabhängig von den Fehlern, die wir gemacht haben, und dass Gottes Liebe bedingungslos ist. Als Jesus mich ansah, hatte ich das starke Gefühl, als könne er in meinen Verstand und mein Herz sehen. In diesem Moment wurden mir Teile meines früheren Lebens wie ein Film vor Augen geführt. Ich sah, wie ich zusammen mit meinen Freunden andere schikanierte. Diese Szene löste bei mir Scham und Gewissensbisse aus. Ich sah, wie ich mit meinem Freund illegale Drogen konsumierte. Wir waren auf der Suche nach flüchtigen Vergnügungen. Dieses Verhalten ließ mich verzweifelt und reumütig werden. Ich sah auch, was mich am meisten beeindruckte. In dieser Szene stahl ich Bier aus dem Laden. Ich steckte die Ware leise in meine Tasche, und der Ladenbesitzer war zu sehr mit seiner eigenen Arbeit beschäftigt, um zu bemerken, was ich tat. Obwohl ich nicht erwischt wurde, sah ich die Auswirkungen meines Handelns. Bei der Verkäuferin handelte es sich um eine Mutter von zwei Kindern, die um ihr Auskommen kämpfte. Sie entdeckte meinen Diebstahl auf dem Überwachungsvideo, entschied sich aber nicht, die Polizei zu rufen. Sie nahm den Verlust des Ladens allein auf sich. Diese Entscheidung berührte mich zutiefst, und ich spürte ihre Freundlichkeit und Vergebung. Jesus hat mich nicht angeklagt oder verurteilt. Sein Blick schien mir zu sagen, dass er bereit war, mir Erlösung und eine Chance für einen Neuanfang zu geben. Diese Erfahrungen machten mir meine Fehler und das Leid, das ich anderen zugefügt hatte, sehr deutlich vor Augen. Als Jesus mir seine Hände hinhielt, sah ich die Wunden an seinen Händen. Das erinnerte mich an die biblische Geschichte, in der er sein Leben hingibt, um die Menschheit zu retten. Nach seinem Tod waren die Sünden der Menschheit vergeben. Er öffnete seine Hände erneut und hoffte, dass ich ihn umarmen und seine Liebe und Vergebung annehmen würde. Ich hatte das Gefühl, dass ich das nicht verdient hatte, weil ich so viele Fehler gemacht hatte. Diese Scham und dieser Selbsthass machten mir Angst, direkt zu ihm aufzuschauen. Ich beugte mein Haupt. Jesus sprach sanft: Mein Kind, jeder kann Fehler machen, und ich hoffe, dass du ein guter Mensch geworden bist, wenn ich dich wiedersehe. Seine Stimme war voll von Trost und Ermutigung. Ich hob meinen Kopf und blickte in dieses liebevolle Gesicht. Ich spürte die Freundlichkeit und Fürsorge in seinen Augen. Ich konnte seine Einladung nicht länger ablehnen, und mein Herz war voller Sehnsucht. Ich begann, mich in seine Arme zu stürzen, und spürte, wie mich eine Welle der Kraft überkam. In seinen Armen fühlte ich mich wirklich vergeben und erlöst. Ich verstand, dass ich zwar Fehler gemacht hatte, seine Liebe aber bedingungslos war. Gerade als wir uns umarmten, hörte ich plötzlich einen Stromstoß.
Ich spürte, wie eine starke Energie durch meine Seele floss. Ich sehnte mich danach, bei Jesus zu sein, seine Gegenwart und Führung zu spüren. Doch ich war nicht in der Lage, meine Augen zu öffnen und zu sehen, was um mich herum geschah. Diese Fesselung und Hilflosigkeit verstärkte meine Angst. Ich kämpfte darum, meine Augen zu öffnen, aber es gelang mir nicht. Obwohl ich nicht in der Lage war, meine Umgebung zu sehen, entschied ich mich zu glauben, dass Jesus immer noch bei mir war. Ich war sehr verwirrt. Plötzlich hörte ich das Geräusch eines schlagenden Herzens, ein Geräusch, das sehr deutlich war. Ich fühlte mich, als wäre ich in einem Krankenwagen oder in einem Krankenhaus. Mein Körper war von Schmerzen erfüllt. In diesem Zustand des Schmerzes rief mein Herz immer wieder zu Jesus. Die Zeit schien zu verschwimmen, und ich wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war. Ich hörte eine vertraute Stimme, die Stimme meines Großvaters. Er rief meinen Namen. Die Stimme war so freundlich und warm. Als ich aus meinem Krankenhausbett aufwachte, schien die warme Sonne durch das Fenster in mein Zimmer. Dieses vertraute Licht gab mir das Gefühl, sehr glücklich zu sein. Ich war so froh, wieder hier zu sein. In diesem Moment begriff ich, wie kostbar und zerbrechlich das Leben ist. Ich erkannte, dass dies ein Neuanfang war, eine Chance, meine Existenz neu zu definieren. Bevor ich das durchmachte, hatte mein Leben keinen Sinn und keine Bedeutung. Aber von diesem Tag an änderte sich alles. In diesem Moment öffnete sich langsam die Tür und mein Großvater kam herein, gefolgt von meinen Eltern. Mein Sohn, endlich bist du aufgewacht. Mein Großvater ging zum Bett und nahm sanft meine Hand in seine. Meiner Mutter standen die Tränen in den Augenwinkeln. Mein Sohn, du hast uns wirklich erschreckt. In der Stimme meiner Mutter lag ein Klumpen. Sie streichelte mir sanft über die Wange. Später ging ich auf die Universität und wählte Jura als Hauptfach. Ich wollte denjenigen helfen, die Fehler gemacht hatten, und ihnen eine Chance für einen Neuanfang geben. Ich weiß, dass dieser Gedanke vielleicht etwas naiv klingt, aber ich habe immer danach gestrebt, dieses Ziel zu verfolgen. Nachdem ich das durchgemacht hatte, beschloss ich, meine Erfahrung der Begegnung mit Jesus mit den Menschen um mich herum zu teilen. Doch ich stieß auf Zweifel und Misstrauen. Sie sagten mir, dass ich lügen würde, und einige hielten mich sogar für verrückt. Ich fühlte mich frustriert und allein, weil ich nicht wusste, an wen ich mich wenden sollte, um Unterstützung zu bekommen oder wie ich meine Erfahrungen weitergeben konnte. Als das Internet wuchs, entdeckte ich nach und nach eine Tatsache, die mich überraschte. Es gab viele Menschen, die eine ähnliche Erfahrung wie ich gemacht hatten. Auch sie hatten Begegnungen mit Jesus und spürten unendliche Liebe und Mitgefühl. Diese Entdeckung gab mir ein Gefühl der Erleichterung, dass ich endlich eine Gemeinschaft gefunden hatte, die mich teilen und verstehen konnte. Diese Erfahrung hat mich eine wichtige Lektion gelehrt: Egal was passiert, es ist nie zu spät, neu anzufangen. Egal, welche Fehler wir gemacht haben, man kann uns vergeben und uns neue Chancen geben. Jesus hat mir eine neue Richtung und ein neues Ziel im Leben gegeben. Obwohl ich immer noch mit Fragen von außen konfrontiert werde, bin ich von der Echtheit dieser Erfahrung überzeugt. Ich habe gelernt, das Unverständnis und die Zweifel anderer zu akzeptieren, weil ich weiß, dass diese Erfahrung einzigartig für mich ist und dass nur ich ihre Bedeutung wirklich verstehen kann. Diese Erfahrung hat mich dazu inspiriert, in meinem Streben nach innerem Frieden und Wachstum weiterzumachen. Ich weiß, dass die Erfahrung und der Wachstumsweg eines jeden Menschen einzigartig sind, und meine Erfahrung wurde zu einem Wendepunkt in meinem Leben.
Ich bin dankbar für diese wertvolle Gelegenheit, die es mir ermöglicht hat, mich selbst zu überprüfen und einen neuen Sinn und Zweck zu finden.